So, da sind wir wieder, ne? Voll motiviert. Jetzt wieder los. Speere. Oder Kairo. So schnell es geht! Es geht nicht schneller! Es geht immer schneller. Auf geht's! X. Los! Warum geht das Segel jetzt nicht? Mach schneller! Also. Los geht's. Nächster Ort. Kurz einen Abstecher machen. Eine neutrale Zone. Sehr gut. Preußis. Hafen von Preußis. Okay. Party geht ab. So. Jetzt gibt's hier Schönes. Ja, ein bisschen Gras schadet nie, ne? So. Daher, so. Und der Herr Icarus ist im Einsatz. Und der Töter da. Was haben wir da? So. Okay. Okay. Ist eine gemeingefährlich da? Ein Schatz, der deinen Namen trägt, ne? Da oben will ich hin. Okay, kommen wir da nicht vorbei wahrscheinlich. Oder wie? Oder was? Leonidas. Okay. Starke Wachen haben wir hier. Sonst ist hier gar nichts zum Holen, oder? Ne. Ich würde sagen, gerade straight ahead rauf, ne? So. Okay. Da kommen wir drauf. Das ist super. Ich hoffe, die tun uns nichts, die Wachen, ne? Militärlager? Was? Was? Bleib zurück! Ja. Ich darf mich hier nicht länger als nötig aufhalten. Ja, ist schon klar. Ich bin schon fort. Dann lass mich in Ruhe doch. Lasst mich doch in Ruhe. Ah, wir haben ja ein Pferd, ne? Komm mal her da. Na los, komm. Wird ja viel bequemer, ne? Zum Reisen. Hast du schon gehört? Ein Nachbar scheißt das Pferd. Los! Musst du weiter wissen? Ich hab's weiter geschickt. Ella! Stehende Säule. Ella, Ella. Ella, geh rauf da. Ella. Los. Absteigen? Aufsteigen? Nein. Absteigen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir wollen nur hier nach oben. Synchronisieren. Der Herr Icarus, ne? Unser Freund, unser Held von Erdbeerfeld, fliegt seine Bahn. Hammer's! Ah, stehende Säule, Schnellreise! Ah, Icarus, Wahrnehmung erhalten. Dann nehmen wir mal wahr. So. Schatz, Schatz. Dann trugen ihn die Englein fort. Was? Da ist ja noch ein Schatz. Ja, Schatz die. So. Schatz, schau. Wer ist denn das? Der ist aber ganz ein schneller. So. Wer ist denn das? Aha. Oh. Das ist ein gefährliches Pflaster noch. Kommt mir vor. Säule. Ja. Was gibt's da hinten noch? Schau mal. La 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 la
Schatz. Hinter mir ist auch ein Schatz. Da. Uiuiui. So, EK. Ach nö. Ja, das Spiel stützt ab. Naja. So lange haben wir nicht gespielt. Bis gleich. Da sind wir wieder, ne? Leider abgestürzt, aber wir sind wieder hier, ne? Und wir schauen gleich, was wir zum Tun haben wieder, ne? Und dann haben wir da das Gebiet freigeschalten. 34, 38er. Boah, es ist doch eine einiges. Ja, wie gesagt, ne? So ein Riesengebiet, ne? Und wir dümpeln gerade mal da hier, ne? Ein bisschen rum. Und ich sage, wir starten gleich hier drüben, oder? Warte mal. Ich gucke mal. Nee. Icarus. So. Fliege mal darüber. Ja, Icarus, beschleunigen. Mach 5 bitte. So, eine kleine Flugrunde machen wir. Und was haben wir hier? Hier gibt es sicher was zum Entdecken. Hier, zack, zack. So. Da drüben? Nein, aber hier gibt es was. Zack. Zack. Ja, irgendwas habe ich da markiert, aber egal. Warte mal. So. Kann man eigentlich ins andere Gebiet fliegen mit dem Icarus? Wie kann man da fliegen mit Icarus? Das ist immer gut zu wissen, ne? Hui! Ika. So. Da ist nichts. Nichts, Nianta. Nichts. So. Beschleunigen. So, da, da. Wer bist denn du? Ein Schläger. Okay. Schauen wir mal, was die machen. Mach doch einfach Platz! So was Leichtsinniges! Uiuiuiui. Da ist ein Schatz. Okay. Man kann echt verdammt weit fliegen, ne? So. So, der Eikara. Gib mir mal Gas. Gib mir mal. Ist doof, ne? Na. La. Kleine Icarus, der fliegt schon mit. So, jetzt ist Schluss. Was ist los? Mag's nicht mehr. Zack. Die sind alle einen höheren, sehr höheren Level anscheinend. So. Der Wolfie ist ja da, der Wolfie. Ja, Wolfie. Ja, schön machst du das. Ja. Ist irgendwie auch witzig, ne? Man kann echt scheiße weit fliegen mit dem Vogel, ne? Das ist ja nicht normal, ey. Eine Kiste. Das sind meine Bürger. Die Wutbürger. Oh, ja. Schnell ziemlich. Die ist halt da.
Okay. Uiuiui. Zeltner. Okay. Da war was. Old McDonald's hat erfahren. Ja, ja. So. Ja, das ist echt krass, ne? Wie weit man fliegen kann mit dem Vogel. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, ne? Gerade schon. Ach du Scheiße, wir sind schon da in dem, aus dem übernächsten Gebiet. Boah, ey. Okay, da haben wir zwei Synchronisierungsdinger. Okay. Aber ich würde sagen, ne, wir fliegen wieder zurück. Gehen wieder zurück, ganz zurück. Da kommt er wieder angeflogen. So. Hoppala. Dann machen wir uns eine Markierung. Ne? Zu unserem Schiffchen. Da unten ist es. Ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger. Ein Pferdchen. So. Ella. Ella, Ella. Komm, Ella. Kleine Ella. Bringt uns sicher zum Schiff, ne? So, durchsuchen. Gebüsch. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Ich hab eine wichtige Nachricht für den König. Ui, ui. Nein, Spaß. Ho, ho! Ho, 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 ho. Grüß euch! Weg da! Tschüss! Baba! Viert euch! Kannst du darauf springen, Icarus? Ella? Weiß ich nicht, ich sag mal Ella zu nehmen, ne? So. Jo, Jungs! Wir machen einen Abstecher hier hin. Ja, egal. Jo, dann gib mal Gas, Junge. So. Geht's jetzt? Und los geht's. Feinde lauern überall hier drauf. Jo, nehmen wir mit. Los! Die Segel sind gesetzt. Waffen wegstecken! Oh ja, jetzt geht's los. Story Mode, es geht weiter. Der Wolf macht keine Gefangenen! Brutality. So, haben wir jetzt gemacht, Alter. Seht, wie der Athenerhund Perikles euch fürchtet. Jo. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Ich werde das Ding nicht umbringen, glaube ich, ne?
Ich weiß nicht. Gut gesprochen, Daddy, Daddy-o. Daddy-o, I'm coming to you, Daddy. Du hast die Blockade der Athena durchbrochen? Sie waren mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremde. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Du kannst nicht sein Sohn sein. Man sagt, seine Kinder seien vor Jahren in Sparta gestorben. Er nahm mich in seinem Haus auf, nachdem seine frühere Familie ihn enttäuscht hatte. Ich würde ihn niemals so entehren. Manchmal geschehen Dinge auf eine Weise, die wir nicht planen oder erwarten. Die Geschichte hat eben ein seltsames Gedächtnis. Du redest, als wärst du dabei gewesen. Vielleicht war ich das. Unsinn, du bist zu jung, um das erlebt zu haben. Nö. Genug von der Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Warum segelt eine Söldnerin in einen Krieg, für den sie nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Er wird mich stressen jetzt, oder? Ich bin hier, um den Wolf von Sparta zu treffen. Du kannst Nikolaos nicht einfach treffen. Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Hast du hier wirklich das Sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spartiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaos. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Wie läuft der Krieg zurzeit? Die Athena-Blockade war der verzweifelte Versuch, unseren Vormarsch nach Megaris zu stoppen. Jetzt vertreiben wir sie ein für alle Mal aus der Region. Die Späher haben die wichtigsten Ziele in Vorbereitung auf den Angriff ausfindig gemacht. Unter dem Befehl des Wolfs werden wir siegreich sein. Liklor. Dein Vater, wer genau ist er? Nikolaos, der Wolf von Sparta. Er war von meinen Fähigkeiten als Junge beeindruckt und nahm sich meiner an. Er trainierte mich und holte mich schließlich in sein Haus. Er ist mein Vater und Mentor. Ich lebe, um ihm Ehre zu machen. Du hast doch sicher von ihm gehört. Bisher nur Gerüchte. Die werden ihm wohl kaum gerecht. Er ist der größte Krieger und der beste Feldherr. Ich würde ihm bis an die Tore der Unterwelt folgen. Warum brauchst du dafür eine Söldnerin? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Braucht man Cash in der Tasche? Warum ist das ein Vertrauensding, ne? Ich bin bereit zu dienen. Gemeinsam werden wir Sparta zum Sieg führen. Du bist keine gewöhnliche Söldnerin, oder? Genauso jemanden brauchen wir, um diesen Söldner der Athena auszuschalten. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athena auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Wo ist der Anführer der Athener? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert.
Welche Vorräte soll ich vernichten? Alles, was die Athener brauchen könnten. Such nach Lebensmittelkisten, Nachschub und Waffen. Der Hafen Nisseia im Tal von König Lelex wäre ein guter Ausgangspunkt. Von dort aus versorgen sie die Region. Diese Truhen, die ich für dich stehlen soll, warum sind sie so wichtig? Eine Armee besteht aus Männern, die besoldet werden wollen. Nimm ihnen ihre Drachmen und sie kämpfen nicht länger für den Ehrgeiz anderer. Die Athener bewachen ihre Schätze in einem Fort am Fuße der Geranea-Bergkette. Okay. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athener-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaos. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Schauen wir mal, ne? Staaten erobern. Um deinen Vater Nikolaus zu treffen, musst du dabei helfen, Megaris zu erobern. Schwäche, dazu Megaris, Staatenstärke. Oh Gott, sind die Kerle. Okay, genug, um Eroberungsschlacht auszuüben. Sind die. Ja, da haben wir schon Bekanntschaft gemacht mit den Typen. Töten, es ist immer erreichbar, solange die Staatsstärke. Halten von links, Fraktion tötest. Jetzt, okay. Was sind das da? Schnellzüngler, da haben wir den Typen schon gehabt, ne? Handelsboote, scheiß, die waren dann. Ich geh wandern, nein. Level 10 ist der, okay. Den können wir überwältigen, ne? Warte mal. Was hat der gehabt? Das haben wir schon geschwächt. Level 12 ist der. Da haben wir noch den Typen. 45, ja, grüß Gott, Herr Kompott. So. Unentdeckter Ort, okay. Ich würde mal sagen, wir starten mal den kleinen Herrn Icarus. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athener zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Goldene Hai, boah. Da ist ein Söldner. Kopfgeldjäger. Na? Eine Kiste für mich, danke schön. Da ist eine ziemlich viel noch. Eieiei, da ploppt es nur so auf, ne? An Gegnern. So. Irgendwo eine Kiste sein. Hier? Eieiei. Ja, das wird nicht einfach, ne? Okay. Du für einer? Eliminieren. So, ja. Ja, wenn sie schon anbietet, ne? Das wirst du nicht mögen. Hui. Hoppala. Ich brenne. Au. Aua. Ich brenne sogar im Wasser. So. Wasserfall. Zack. Ja, du bist aber brutal gesandt heute. Ja, mit dir hört er gar nicht mehr auf. Was ist denn mit dir? Na, bist du nasch. So. Eine Blinderparty machen da. Bling, 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 bling. Was dieser Tag wohl bringen wird. So. Wo war das? So, da haben wir noch was. Die waren ja richtig fleißig, ne?
Burschen. Ah, da haben wir was. Hoppala. Und Gebüsch und... Komm her. Greif es nicht so weit. Das käme mir gerade recht. Oh, komm her da. Zack, komm her da. Ich suche. So. Sehr geil. Okay. Geh, fick dich. Wo kommst denn du her? Komm her, du! Ey! Schnitzelt das, Alter. Das ist zu viel. Spül mit Brill. Das ist zu viel für mich. Nein, nein, nein. Auf den Scheiß lassen wir nicht ein, jetzt. So. Du kannst nicht fliehen. Doch. Ihr müsst mir nur Zeit geben. Mann, 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 Mann. Die sind wieder hartnäckig, die Burschen. Awe. Dreh um, dreh um. Ja, ja. Athena Disco. Ach du Scheiße, wie viele Leute seid ihr bitte? Loco Loco. Stirb! Aber! Na komm her! Da ist einer! So, wunderbar! Kollege Braunschweig! Icarus? Nicht verfügbar. No. Hey. Irgendwann wirst du müde. Scheiß die Wand ab. Kommen die alle her. Au. Tat weh. Scheiße. Was ist mit euch? Durchsuchen. Doch. Ich habe was für dich. Spüren wir sie auf. Scheiße. Stimmt doch. Ich bring dich um. Ich bring dich um, Alter. So. Heilung. Alter. Da, Alter. Jetzt bist du dran, Alter. So. Was hast du jetzt davon, Alter? Jetzt habt ihr ab, Alter. Nix. Die Cassandra ist so in Fort. Die hört gar nicht mehr auf. So. Tja, ich hätte Drachmen. Grüß euch. Na, 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 na. So.
Haben wir noch irgendwo Gegner? Warte mal, Icarus. Brauchen wir Ika. So. Okay. Viel haben wir nicht ausrichten können jetzt, ne? So. Kommt wer? Das ist dein Ende! Das waren zu viele. So geht's auch, ne? Wo laufen die hin, Alter? Scheiße. So. Okay. Können wir die Lage checken? Boah, das sind so viele Leute, ey. Machen wir den da. Müssen wir nur aufpassen, dass die anderen wieder zurückkommen. Prinzessin holen uns jetzt auch. Zap! Durchsuchen. Okay. Was gibt's da Schönes? Der Hand des Befehlshabers auch aufgefallen, oder? Liegt offenbar an einer fauligen Wunde. Das ist mir neu. Ich sah den Grund dafür, als er sich umzog. Den Anblick hätte ich gern verzichtet. Ja, entschuldige. Der Schlafmangel. Solange er uns vernünftig anführt, komme ich damit schon zurecht, aber zum Essen lade ich ihn nicht ein. Mach dich bereit! Sag zu! Scheiß dir, Mann! Hör auf, zu stark zu sein! Scheiße! Ich muss wegklettern. Komm mal mit! Das werde ich gewinnen! Du kannst nicht gewinnen! Nein! Geht schon ab! Scheiße! Sein Ende! Misch mal richtig auf! Das ist ja richtig geil! Mit deinem Heiltrank! Was ist denn mit dir? Achso, das ist ein Spartianer! So, du kennst Hades kennen, Alter. Weißt du, wie man diese Waffe richtig macht? Heilung und rein da. Dafür wirst du leiden. Nö, nö.
Eieiei, ist das ein schwerer Fett. Haben wir's bald. So. Was bist denn du jetzt? Schlägt sogar. So. Eieieiei. Durchsuchen. Uiuiui. Das war ein richtiges Gemetzel jetzt, ne? Eieiei, daneben gefahren. Und den Söldner, den will ich haben, ne? Warte mal. Weg. Söldner sind immer gut, ne? Ne, ne. Fick dich. So. Ein Fehlschlag ist keine Option. Wie sind denn das bitte immer noch? Eieiei, der Kopfgeldjäger auch noch. Ich will sofort wissen, wenn sich wer rührt. Ich habe nichts gesehen. Weitersuchen. Irgendwo hier ist wer. Ja, verstanden. Ach du Scheiße. Geh weg. Kriegt's mich nicht, ihr kriegt's mich nicht, ihr Deppen. So. Haben wir ein schönes Gemetzel gemacht inzwischen, ne? Wer ist denn der da? Was ist denn da? Dun. Was ist denn da alles? Warte mal. Wo ist denn jetzt da eigentlich da? Warte mal. Okay. Der ist jetzt abgehauen. Brauchen einen Plan jetzt da schnell mal, ne? So, nochmal Icarus starten. Der ist alleine. Den holen wir uns. Mann. Komm her. Du kannst nicht tun und lassen, was du willst. Sicher. Schneide den Hals auf, Alter. So, durchsuchen. Was hast du denn da schönes? 14 Drachmen. Sehr gut. So, nochmal Icarus starten. Okay. Da ist die Schatzkiste, die holen wir uns gleich. Okay, los geht's. Stehlen. Hoppala. Aufheben, ne? Für was brauchen wir das eigentlich? Wir mischen auf. So. Eliminieren. Und dann wieder tschüss. Hoppala. Jetzt müssen wir weg. Jetzt haben wir noch Pisswetter auch noch. Oh Mann. Groß. Sind immer so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, 7.
Nur noch Schaden. So. Okay. Eine kommt jetzt zu mir. Das ist nicht so optimal jetzt, ne? Lassen Sie nicht mehr so verarschen, ne? Das ist richtig scheiße. Komm her. Verdammt. Ja. Scheiße, weg, 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 weg. Ich lass dich nicht entkommen. Da, ich seh dich. Nicht mehr. Ach nö. Verpiss dich. Ich mach kurz einen Prozess mit dir. Hör auf zum Schreien. Immer der Schreihälse da. Was ist das jetzt wieder für Aktion da? Ah, okay. Weg da! Na los! Wo ist denn der jetzt hin? Viel ist nicht mehr da, ne? So, komm her, Kollege. So. So, gleiche Stelle, selbe Welle, ne? Sehr gut. So, da haben wir schon auf alles, ne? Oh, ich bin schon wieder so leise, ich weiß, ich bin ganz ruhig, aber ich bin so mittendrin jetzt gerade in der ganzen Partie da. Ich muss die alle aufmischen, hilft nichts. So. Komm her. So. Schönes Ding. Kollegen holen wir uns jetzt so. Ding dong. Sehr gut. Okay, ist der drüben am Kacken oder was? Der ist gleich am Kacken, oder? Ach ne. Uhu. Ich bin ja ein Raubtier. So.
So, Vogel, wo haben wir denn? So, wie schaut's denn aus, das Lager? Haben wir soweit geklärt? Das haben wir jetzt auseinandergenommen, oder? Das Lager. So. Ja, Truhe. Dann gebe ich Ruhe. So. Da drüben ist noch was. Warte mal. Kling, kling. Kling, 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 kling. Kling, 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 kling. Schaut's denn aus mit unseren... Also seltene Quests. Boah. XP, XP, XP. Nebenquests, ne? Die müssen wir den machen, ne? Naja. Ich weiß nicht, wo die Quest ist. Kling, kling. So. Und das Dorf haben wir auseinandergenommen jetzt, ne? So. Hau ruck. Haben wir jetzt noch irgendwas? Da ist eine Schmiede. Okay, schauen wir mal rüber. Ab. Schmied, Schmied. Bist du freundlich? Servus. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne verkaufen. Und zwar Stufe 10. Ne? Das Ding. Das Ding. Das Ding. Und das Ding. So. Richtig cash in die Dash jetzt, ne? Wer ist das an? 281. 281. Das ist ja richtig nice, ne? Ja, richtig nice am Arsch, ne? Ich kaufe den ganzen Blunder ein. So schaut's aus. Oh Mann. Scheiß die Wand an. Jetzt habe ich die ganze Scheiße gekauft. Oh Mann. Scheiße. Oh Mann, richtiges Fail, ne? Eieieiei. Naja, ein bisschen Cash haben wir ja gekriegt, ne? Verbesserung. Was habe ich jetzt gemacht? Upgrade, ne? Wahrscheinlich. Okay. Wir brauchen Leder. 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 Alter Schwede, ich brauch Leder. Wir haben Scheiße gebaut. Kaufen, vielleicht hat er was. Hat er Leder? 97 Leder. Ah, okay. Haben zu wenig Cash. Ja, wir haben Scheiße. Ne? Oh Mann. Komm mir nicht so nah. Bist denn du eigentlich? Icarus? Wer ist der Typ? Ein Level 9er.
Scheiße. Du bist ja der Terminator. Ach du Scheiße. Endlich! Da ist sie! Wer lernte dich zu kämpfen? Ein Schafhirte? Geh weg von mir. Scheiße! Na, ich will den... Ich will den Dings, ne? Alles anheuern. Mist, wo könnte sie sein? Unten rein, Krötengebein. Na, verdammt, bist du gut. Malaka. Na ja, Malaka, du. Mann, warum bist du so schnell, Alter? Na komm her. Okay. Bin hier. Er ist dort. Pferdchen lenken ab. Pferdchen. Ella, Ella, Ella. Na, 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 na. Na? Details. Strategos, was? Na? Hat das jetzt beruhigt? Kommt mir nicht nochmal. Doch, doch. Wo kommt denn der jetzt her? Scheiße. Scheiße, geh weg da. Scheiß die Wand. Malaka. Ja, geh weg. Ich muss den Typen will rekrutieren. Anheuern. Anheuern. Ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an und genieße die Freiheit. Malaka. So, jetzt haben wir den auch. Ah, zurück. Söldner. Okay. Schiff. Ah, okay. Kann man mehrere gerne reinpacken. Das ist der neue. Feuer, der. Feuer haben wir hier schon. Entlassen. So. Ja, wie es ausschaut, müssen wir wieder das ganze Dorf aufnehmen. Ich weiß nicht, was da ist. Keine Ahnung. Ja, aufsatteln? Nein. Mir geht das am Arsch. Ich hab das hier gerade geblinkt und alles. Komm her da. Martianer sterben nie! Martianer sterben nie!
Oh, Scharschnickers hier. So, fick dich, Alter. Icarus, wie schaut's aus? Statusbericht. Was ist denn das da hinten wieder? Ich kenne mich nicht mehr aus. Warte mal, was ist denn da los jetzt überhaupt? Schmied. Beats Meat. Quest. Ich glaube, wir müssen eine Quest annehmen oder so, ne? Warte mal. Wo ist denn die Quest jetzt, was wir angenommen haben? Boah, ey, ist das nervig. So. Athena. Ja, ich würde sagen, ne? Den nächsten Stress machen wir uns in der nächsten Folge Gedanken, ne? Okay, ich bin mal raus, ne? So. Ciao, ciao.